painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Johanna! Johanna, wir müssen! Johanna! Du bist die schönste Braut, die ich in meinem Leben zum Altar führe. Was ist denn das für ein Kompliment? Ich dachte, ich wäre die Erste. Na, wir kannten uns doch noch nicht, sonst hätte ich dich damals schon geheiratet. Johanna, ich habe weiche Knie. Ich doch auch. Ja, ich glaube, wir sollten endlich los. Ja, du kannst es wohl nicht erwarten, meine Gemahlin zu werden. Ja. Fast hätte ich sie ja vergessen. Oh! Komm. Harry Becker, sag mal, was ist denn das? Das ist doch ein Talisman, der soll mir Glück bringen. Der hat mir immer Glück gebracht. Ach, Harry, du bist schon ein verrückter Kerl. Aber weißt du was? Ich liebe dich trotzdem. Komm, los! Ja, ja. Was hast du denn da? Eine Überraschung. Ah. Jetzt könnten sie aber auch langsam kommen, ne? Harry macht's gern mal spannend. Erinnere dich an unsere Hochzeit. Du meinst, als er erst im letzten Augenblick in der Tür stand? Ja, hoffentlich gibt's keinen Todesfall. Thomas! Entschuldige, ich habe ja nur... Ich hoffe, Harry vergisst seine Ringe nicht. Naja, zur Not leihen wir ihnen unsere. Hey, das bringt Unglück. Komm, ja, schnell. Musik! Ja, ist alles in Ordnung? Ich bin so aufgeregt vor Freude. Liebes Brautpaar, Sie haben in Ihrem Leben sicher manches Glück und auch weniger glückliche Zeiten erlebt. Wie oft treiben uns Sorgen um die Zukunft um oder verstellt uns Vergangenes den Blick auf das Hier und Jetzt? Doch wir leben nur im Augenblick und nur da liegt auch das Glück. Vor mir stehen zwei Liebende, die ihr Leben künftig miteinander teilen wollen. Harry Becker, wollen Sie Johanna Jansen zur Frau nehmen? Ja. Und Sie, Johanna Jansen, wollen Sie Harry Becker zu Ihrem Mann nehmen? Ja, ich will. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun rechtskräftig verheiratet. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr Glück im Augenblick finden. Die Ringe. Sie bestimmt vergessen. Oh. Na, das darf doch wohl ich machen, nicht wahr? Ich glaub's nicht. Ist er aus dem Kaugummiautomat? Ja, was dagegen? So
doch nur symbolisch gemeint, Kinder. Johanna. Irgendwie passt das doch zu meinem Harry, nicht wahr? Dir verheiratet sein ist viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Oh, Harry. Du guck mal, ich bin doch voll Reis in meiner Hand, nicht wahr? Sieht aber trotzdem schön aus. Noch eine Überraschung. Ja, was so. Mag das wohl sein? Und? Was ist denn das? Als bei Rosas 6. Geburtstag, da habe ich ein Ständchen gespielt. Und da war sie so begeistert, seitdem ist es bei uns Familientradition. Mit Gläsern? Ja, warte. Jetzt verdirbt nicht alles. Mhm. Liebe Johanna, lieber Paps, das ist für euch. 1, 2, 3. Eine größere Freude hättet ihr mir nicht machen können. Gib's zu, du hast heimlich geübt. Ich bin in mein Naturtalent. So, jetzt wird angestoßen. Ja. Mama? Harry? Thomas? Auf den wirklich schönsten Tag meines Lebens. Weißt du, dass ich noch nie einen Joint geraucht habe? Das können wir ändern. Meinst du? Ja, natürlich. Weiß nicht. Ach, einfach mal probieren. Na ja. Ich weiß. Den hältst du jetzt so mit 2 Fingern. So. Ja. So? Ja, und jetzt rein, ran. An die Lippen. Und? Ziehen. Ja. Ja, der ist trocken, der ist so alt. Das ist. Oh, der ist wirklich schon uralt, du. So, das war's. Jetzt hast du mal am Joint geraucht. Das war aber ein kurzes Vergnügen. Was für ein schöner Tag. Ja. Und wir haben noch die ganze Nacht. Ja. Kommst du?